Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous partons en voyage à travers l'histoire du jeu vidéo français et jouons à Rayman. Ein PlayStation Adventskalender. Na, das ist ja mal der absolute Knaller für ein olles Nintendo-Kind wie mich. De facto fiel mir die Wahl eines zu reviewenden Titels nicht besonders schwer, da ich, und I shit you not, einfach nur ein einziges Spiel wirklich mal auf der PlayStation gespielt habe. Zumindest sofern man meine Leitplanken-Kusskünste in die 24 Stunden von Le Mans nicht mitzählt. Dieses Spiel, das ich als einziges auf der PlayStation gespielt habe, ist das gute alte Rayman. Nachdem meine Frau eine Original PS1 in die Ehe mit eingebracht hat, habe ich diese eines Tages mal aus dem Keller gefischt, gereinigt, angeschlossen und da Rayman direkt mit beilag, habe ich das Spiel einfach mal in ein paar Sessions circa zur Hälfte durchgespielt. In meiner Erinnerung war Rayman bei seiner Erscheinung auf der PlayStation vollkommen omnipräsent. Stand eine PlayStation im Supermarkt rum, dann war die Chance groß, dass Rayman darauf lief. Hat man in der Zeit ein Spielemagazin gekauft, dann war Rayman darin besprochen oder man konnte mindestens Cheats dazu finden. Wahrscheinlich lag es daran, weil es ein Jump'n'Run und damit tauglich für die breite Masse ist und gleichzeitig wirkt es total kinder- und familiengerecht. Irgendwie ist es ja auch ganz cool designt. Tatsächlich wurde Rayman aber für den PC entwickelt und erst später für die PlayStation portiert. C'est français leur priorité. Stand heute wurde es für so ziemlich alles portiert, was in der Lage ist, ein Videospiel abzuspielen. Rayman ist mittlerweile legendär und hat nicht nur zahlreiche ebenfalls hervorragende Nachfolger hervorgebracht, sondern mit den Raving Rabbits sogar eine etwas bizarre Ablegerserie geschaffen. Doch nun kommen wir mal zum Spiel. Als Rayman wandern wir horizontal und vertikal durch die Level, um vor einem Schild einen kleinen Tanz aufzuführen und irre zu kichern. Auf dem Weg zum Schild finden wir Bonuslevels, befreien rosane Hoppelpuschel aus ihren Käfigen und erlernen neue Fähigkeiten wie das Schwingen der Faust gegen unsympathische Unholde. Tatsächlich gibt es auch einige Skills wie die Propellerlandung oder das Festhalten an einer Kante, durch die es sich für Achievement Hunter lohnt, frühere Level wieder zu besuchen. Direkt fällt das herrliche, detailverliebte Design der Spielewelt auf. Die Umgebung ist liebevoll, die Gegner sind kreativ gestaltet, die Animationsqualität ist butterweich. Am Anfang und zwischendurch werden wir mit vorgerenderten Videosequenzen beglückt, die dem Design des restlichen Spieles ebenfalls in nichts nachstehen. Auch das Sounddesign fügt sich perfekt in die Comicwelt ein und die musikalische Untermalung ist immer passend. In Sachen Präsentation ist das Spiel super gut gealtert und kann sich heute noch als charmanter Retro-Plattformer sehr gut sehen lassen. Und nach so viel Lobhudelei kommen wir jetzt zum Elefanten im Zimmer. Dieses scheinbar kinderfreundliches Spiel ist nämlich absolut brutal. Man geht kaputt. Und kaputt. Und kaputt. Man scheitert. Und scheitert nochmal. Rinse and repeat. Manche Stellen sind nicht dazu gedacht, dass man sie auf Anhieb schaffen kann, da einfach nicht abzusehen ist, wie sich ein bestimmtes Gameplay-Feature verhält oder was hinter dem Horizont auf den Spieler zukommen wird. Dazu kommen viel zu wenige Checkpoints, hakelige Sprungeinlagen, teilweise sogar Zeitdruck und begrenzte Leben. Die Steuerung auf der PlayStation finde ich im Vergleich zum PC auch deutlich hakeliger und weniger flüssig. Und so passiert es, dass man dann doch relativ schnell Game Over geht. Der Schwierigkeitsgrad selbst ist eigentlich gar nicht das große Problem. Der wäre durchaus okay, wenn man wenigstens an einem kurz davorliegenden Checkpoint wieder spawnen könnte und unendlich viele Versuche hätte. Spätere Teile wie Rayman Origins und Rayman Legends haben das sehr viel besser gemacht. Das ist schade, weil dadurch ein eigentlich gut gemachtes Spiel in Frust enden kann. Das Spiel könnte fordernd sein, stattdessen ist es stellenweise unfair. Selbst nachdem ich mir 99 Leben ercheatet habe, habe ich es dennoch geschafft, Game Over zu gehen. Ein wenig ist es ja schon der damaligen Zeit geschuldet.
Wenn man damals ein Spiel gekauft hat, dann hatte man einfach nur mal dieses Spiel. Und allein weil es nicht so einfach war, an ein neues Spiel ranzukommen, war man motivierter, sich richtig intensiv mit diesem Spiel zu beschäftigen und auch die schwierigste Stelle durch Try and Error zu besiegen. Und da ist Rayman eigentlich sehr gut drin. Und nur wer wirklich genau beobachtet und sich für jede Situation eine passende Strategie ausdenkt, der wird das Spiel schaffen können. Dass das Spiel mich so frusten konnte, ist mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass ich heutzutage diese Geduld nicht mehr habe. Mein finales Fazit: Rayman ist in Summe ein tolles, forderndes Spiel. Etwas für Leute, die sich richtig in ein Spiel reinfuchsen wollen und auch nicht davor zurückschrecken, wieder und wieder dieselben Levels zu wiederholen. Diese Spieler werden dann aber mit einem gelungenen Design beglückt, welches damals wie heute aus der breiten Masse hervorsticht. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Dann schauen wir mal, was die nächsten Tage im Adventskalender so kommt. Bis dahin, Joyeux Noël à tous!